では始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Oh Gott, bin ich dumm. Attack on Titan 2, Freunde. Haha, das war zu spät. Wir sind hier gerade am Schnetzeln und am Rasieren. Ich muss jetzt nur wieder in die Steuerung reinkommen. Und das scheint mir auch ganz gut zu gelingen. So. Und wir hauen jetzt jeden Titan hier mal um. Den wir hier finden. Ich bin einfach gewohnt, auf Dreieck zu drücken, Freunde. Deswegen fragt euch nicht, wenn ich teilweise auf den Boden falle. Aber ansonsten sind wir wie in Teil 1 immer über dem Boden. Haha, hat trotzdem funktioniert. So. Hauen wir die alle zusammen. Im letzten Part haben wir mal unseren neuen Charakter erstellt, nämlich. Und haben alles aus einer dritten Perspektive eigentlich mit angucken dürfen. Ist doch cool, ne? Oh ja. Und auch das hier wird beendet sein. Da hat es ja kaum noch irgendwelche. Müsst ihr meine Scheiße klauen? So. Weg. Das gehört alles mir. Und tschüssi. Oh ja. Wer ist der Schnellste? Oder die Schnellste? Ja, genau. これなら成績上位にはいけそうだな。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ。引っ張り上げる。無茶させやがって焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。Okay, meine Freunde. Kampfresultate. Deine Aktionen werden nach dem Kampf ausgewertet und für außerordentliche Leistungen attraktive Belohnungen verliehen. Mit jedem Sieger erhältst du EP. Wenn du genug EP gesammelt hast, steigt die Stufe deines Charakters. Je höher deine Stufe, desto mehr Fertigkeitspunkte FP hast du, um Fertigkeiten auszuwählen. Direkt Stufe 3, fast Stufe 4. Dreifach S. Okay. Interessant. Regimentsgelder werden bei jedem Sieg auf dem Schlachtfeld verliehen. Eliminiere möglichst viele Titanen, um zusätzliche Belohnungen einzustreichen. Regimentsgelder werden unter anderem für den Kauf von Gegenständen oder den Bau neuer Ausrüstung benötigt. Ja, und davon habe ich schon 51.760. Tja, scheiße, ne? Bei jedem Sieg auf dem Schlachtfeld erhältst du Materialien, die zum Bau neuer Ausrüstungsarten benötigt werden. Zerschmettere Kapital von Titanen, um zusätzliche Materialien zu bekommen. Okay. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich so viel Kohle habe, schaut den letzten Part an. Wenn man nämlich den ersten Teil gespielt hat, bekommt man 50.000 geschenkt. Von daher, let's do this. Allgemeine Ausgabe, eine Ausrüstungsausgabe für eine Standardausrüstung. Ein Stück eines Frost
Granatensteins von minderer Qualität, aber dennoch nützlich für die Instandhaltung von Ausrüstung. Kleines Eisenstück von minderer Qualität, dennoch nützlich für die Instandhaltung von Ausrüstung. Eine Ausrüstungsausgabe für eine Standardausrüstung, so, so. Und das Freundschaften pflegen. Das ist was Neues, was die gebaut haben. Keine Ahnung, was es dann am Schluss Effekt bringt, aber mal schauen. Wenn du dich mit anderen Teammitgliedern auf einer Mission begibst oder wenn du mit anderen einer Nebenmission beschreitest, kannst du nach Ende des Kampfes überprüfen, inwiefern sich deine Freundschaft zu diesem Charakter verbessert hat. Wenn die Freundschaftsanzeige bei einer Person das Maximum erreicht, kannst du deinen Freundschaftsrang für diese Person im alltäglichen Leben erhöhen. Aha. Gibt dann sich irgendwie Bonus, ne? Aaron, Sham, Conny, Marco, Sascha und Mikasa. Berthold, Rainer, Annie. Oh man, die hintersten drei sind Arschlöcher. Würde ich mal sagen. Wir haben hier ein... Was? Darf ich das mal angucken, diese Trophäe? Aber bitte heute noch. Wir haben hier einen kleinen Sub... Einen kleinen Sub... Kampfwertung erst in einer Episode erreicht. Nice. Nach dem Training kehrst du in die Kaserne zurück. Wenn du von einer Mission zurückkehrst, geht dein Alltag als Soldat weiter. Bei diesem Teil des Spiels hast du Zugriff auf Läden und Dienstleistungen. Außerdem kannst du dich mit verschiedenen Charakteren unterhalten. Um einen Dienst zu nutzen oder eine Unterhaltung zu starten, geh einfach auf einen Charakter zu und drücke X. Wenn du mit Charakteren redest, die mit Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, werden die Ereignisse in deinem Alltag vorangebracht. Wenn du dir nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, suche diese Charaktere auf. Meinst du sowas wie, bist du Aaron oder so? Ja. Kann ich rennen? Ja, kann ich. Wir haben eine schöne Lady. Im Ultra Saiyans, im Ultra Instinct gehalten, ne? Besprechungszimmer. Interessant. Und wie schnell man wechselt von A nach B. Was ist denn hier hinten? Zumindest noch nichts, was wir begehen können. Wartet mal, ist es angegeben, wo man rein kann? Besprechungsraum. Ja, überall, wo man rein kann, sind solche orangen Dinger da. Werkstatt. Interessant. Ach was, 3D-Manöver sind easy, wenn man sie mal wieder beherrscht. Vielleicht im echten Leben sind sie schwierig, aber ansonsten, wenn man es nur so im Game spielt, easy fucking going. Soldatenbüro. Aha. Hallo? Aber es scheint mir hier nichts zu sein sonst. Ich kann noch nichts anklicken. Niente nada. Wir haben aber hier noch was. Kaserne. Ist klar, völlig überstellt, ne? Privates Zimmer. Wirf einen Blick in deinen Schrank. Oder in den Schrank, in deinem privaten Zimmer, um deinen Charakter zu verändern, wenn dir danach ist. Okay. Unseren Schrank hätten wir gefunden. Von vorn beginnen? Was? Was?
Klar. Aber das ist ja mal ultra geil, dass man sich einfach so ändern kann. Ist ja heftig. Wenn man mit seinem Charakter vollkommen nicht mehr zufrieden ist, kann man einfach neu starten, so. Mit einem neuen Charakter. Ja, und wie findet ihr den Charakter, den ich so gebastelt habe? Ich auf jeden Fall, Schnieke. Wieder mal ein hartes Training heute, was? Aber wenn das so weitergeht, beherrschen wir die 3D-Manöver-Ausrüstung bald im Schlaf. Wenn es mir hilft, ein besserer Soldat zu werden und mehr Titanen töten zu können, würde ich an 7 Tagen die Woche rund um die Uhr so trainieren. Ach, da fällt mir ein. Shades hat nach dir gesucht. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn wahrscheinlich noch auf dem Trainingsgelände. Du kannst nun hier hinreisen, Trainingsbereich. Während sich dein tägliches Leben abspielt, werden neue Gebiete freigeschaltet. Wenn du Zugriff auf ein neues Gebiet erhältst, solltest du es dir ansehen. Dort warten neue Läden, neue Verbündete und noch vieles mehr auf dich. Außerdem kannst du das Pausenmenü nutzen, um über Abkürzungen zu gewissen Leuten oder Orten zu gelangen. Oh, cool. Ach, dafür... So. Würde das hier lang gehen? Okay. Das Pause-Menü. Und wie schnell es geht. Trainingsbereich. Das ist Ausbilder Shadis. Und wer ist da bei ihm? Thomas und Mina, oder? さっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマスワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナカロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ、 もう十分頑張ってるつもりなんだけどな。こんな状態で私たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし、あなたはどうすればいいと思う？ みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。 Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, du Pfosten. Du musst dich selbst antreiben, um dich zu verbessern, und lerne von deinen Kameraden. Manche von ihnen sind sehr talentiert. Neulinge wie du müssen viel Zeit mit anderen Soldaten verbringen, um deren Stärken zu erkennen und nach Möglichkeit zu erlernen. Gut, wir sind hier fertig. Geh zurück zur Kaserne. Ein Wert namens Freundschaft bestimmt, wie stark deine Beziehungen zu bestimmten Personen sind. Es gibt mehrere Wege, eine Freundschaft aufzubauen. Wie zum Beispiel das Richtige in einer Unterhaltung zu sagen und andere Dinge zu tun, um den Betreffenden eine Freude zu machen. Oh Gott.
wenn ich das jetzt nicht möchte. Ich hatte beiden versprochen, dass wir Früchte unserer Freundschaft melden würden. Vielleicht rede ich ein bisschen mit meinen Kameraden, bis es Zeit für Nacht, für das Nachttraining ist. Okay. Ich muss mal kurz mit meinen Freunden reden. Tschüssi. Ich habe dich schon früher im Training beobachtet und du solltest darauf achten, wie du deine Balance hältst. Ich will nicht von einem herumfuchtenden Arm getroffen werden. Okay, also ja, viel Glück dabei. Ja, und sonst habt ihr gar nichts zu melden. Hey, du siehst total erledigt aus. Ein Genie wie mich macht das natürlich nicht so leichtfertig. Und ich schätze, das Nachttraining später ist bestimmt auch ein Klacks. So. Was für ein eingebildeter Arsch. Gibt's sonst irgendwo noch welche, die mit mir reden möchten? Ich glaube eben nicht, ne? Wo ist der Aaron? Du hast Shadis also gefunden. Wir haben nachher noch ein Nachttraining, oder? Mann, der Geist ist willig, aber mein Körper hat irgendwie die Nase voll. Wollen wir schwänzen? Genau. Es ist hart nicht, aber wir müssen uns durchboxen. Vielleicht sollten wir uns jetzt etwas ausruhen, solange wir noch können. Wenn du Person mit einem über dem Kopf aus ansprichst, beginnt eine Unterhaltung, bei der dir verschiedene Antwortungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das ist deine Chance, Freundschaft zu schließen. Also überlege dir deine Wahl gut. Ist hart auf jeden Fall, aber wir müssen ja lernen zu kämpfen, und zwar schnell. Aha. Hier also. Aber speichern und so kann ich nicht, ne? Doch, kann ich. Geht doch. So, jetzt drücken wir mal hier. Ich habe gerade alles sehen total müde aus. Nicht alles in Ordnung bei dir? Ich habe gehört, du hattest heute Nachmittag beim Training fast einen Unfall. So, nochmal, ich hatte alles unter Kontrolle. Das ist die richtige Wahl? Yo. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Tu nächstes Mal nichts Unüberlegtes, okay? Es wäre eine sehr gute Idee, sich etwas auszuruhen, um für die nächste Trainingseinheit heute fit zu sein. Ja, scheinbar habe ich die richtige Aktion getätigt. Ich mache es jetzt einfach so straight. Ich speichere jetzt einfach immer. Weil ich keinen Bock habe, irgendwas falsch zu machen und ich mit allen befreundet sein möchte. Das war ein heftiges Training, aber ich beklage mich nicht. Wenn ich ein Ticket zur Militärpolizei kriegen will, musste ich meine Noten verbessern. Ich werde mal das letzte Mal ausprobieren. Kann sein, dass es fehlt. Ich brauche gute Noten, das ist alles, damit ich zur Militär. Wir haben heute Abend wieder Training, richtig. Ja, gut, seht ihr? Schon falsch. Aber gut zu wissen. Heilige Mutter Maria, man kann ja auch. Hä? Ich hab doch geladen. Werde ich diese Einträge fortsetzen, so. Einmal, wir sind direkt davor. Lol. Danke, kann es kaum erwarten, im Innenbereich zu leben und mich endlich sicher zu fühlen. Wir haben heute Abend wieder Training, richtig? Naja, was es auch ist, das kriege ich schon hin. Oh Gott, was für ein eingebildeter Idiot.
Geht ja mal gar nicht klar. Speichern wir hier wieder. Ich weiß, etwas scheiße, aber ey. Wenn man schon machen kann, so einen Müll, dann machen wir das. Mann, ich habe immer so einen Hunger nach dem Training. Gibt es hier kein Fleisch oder so? Was übst du da? Also das sieht schon recht komisch aus. Haust du dir... Ah, du hast gegessen, aber es sieht ein bisschen scheiße aus. Vielleicht, wenn wir von den Titanen dann zurückerobern. Interessant, da könnte ich mich ja mal reinschleichen. Oh, das hast du nicht gehört, okay? Wir sind noch nicht fertig mit dem Training für heute, oder? Mann, ich sehe lieber zu, dass ich was in den Mann kriege, solange es geht. Hey, du da drüben. Oh, ne. Es geht schon weiter. Oh, ne, wer bist denn du? お前は104機の訓練兵だよな。いいってことよ。気にすんな。俺はハンネス。 一応中東兵団の隊長をやってるもんだ。お前も104機の訓練兵だってんならエレン・イエーガーとか知ってるか？そうか。お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば、エレン以外にもミカサやアルミンってのが Ja. Ich finde es nur ein bisschen komisch, dass es einfach weitergeht, wenn ich mal irgendwas lesen sollte. Aber okay. Jetzt habe ich es mal ausgeschaltet, jetzt geht's weiter. Ah, nicht einfach so weiter. Da du auch unser Bezirk stammst, kannst du jederzeit zu mir kommen, wenn du ein Problem hast, okay? Oh, Sir. Danke, Sir. Hauptmann, Sir. Die drei denn. Na. Das weiß ich zu schätzen. Ja. Keine Ahnung übrigens, was das ist, aber meine Capture Card, also mein Headset, besser gesagt, nimmt was auf und meine Capture Card gibt es wieder, warum auch immer, ein bisschen. Es schlägt auf jeden Fall einen Millimeter aus, was mir nicht so ganz gefällt. Aber gut, drücke Viereck, während du im Alltagsmodus bist, um dein Aufklärungstagebuch zu öffnen. Dieses praktische Buch hält oder enthält Informationen zu Missionen, dem täglichen Leben und mehr. Es besteht aus mehreren Abschnitten. Aufklärungsprotokoll enthält Zusammenfassung abgeschlossener Missionen und die übergreifende Geschichte. Personenprotokoll enthält Aufzeichnungen zur Interaktion mit deinen Verbündeten. Außerdem kannst du den Freundschaftsrahmen für jede Person überprüfen. Aktivitätsprotokoll. Dort erhältst du Informationen zum Alltagsleben und Kämpfen, an denen du bisher beteiligt warst. Geschichte gibt dir eine Zeitleiste mit Ereignissen und Kämpfen in der Welt von Attack on Titan. Öffentliche Information beinhaltet ein Glossar mit wichtigen Begriffen und ihren Bedeutungen. Okay. Really nice.
Ich gucke jetzt nochmal nach, ob hier vielleicht irgendwer ist, der mit mir reden möchte. Kann aber wahrscheinlich nicht sein, weil... Baum. Weil die einfach keinen Bock haben, würde ich mal meinen. Ach, es nimmt einfach kein Ende mit diesem Training. Jeden Tag am liebsten würde ich schwänzen und mit Christa herumhängen. Und nachher haben wir auch noch ein Nachtraining, oder? Mann, ich habe echt allmählich die Nase voll. Tja, warum bist du noch da? Mal ganz ehrlich. Sonst kannst du dich alternativ einfach im Wald verstecken und hoffen, dass dich niemand findet. Aber hey. Scheint ja äußerst schwer zu sein. Hey, Armin. Das Training heute Nachmittag war hart. Ich hatte wirklich Mühe mitzuhalten. Aber es hat mich beeindruckt, wie gut es geplant war. Da könnten wir das, was wir in der Theorie gelernt haben, wirklich umsetzen. Ach ja, Rainer... Was? Ja, hatte Rainer dir im Training heute Nachmittag nicht geholfen? Muss es dich vielleicht bedanken, meinst du nicht? Oh Gott, Rainer. Warum soll ich mich bei dem bedanken? Rainer ist der größte Arsch im Umzugsviertel hier. Geht gar nicht klar. Eigentlich sollte ich ihm in den Arsch treten. Ah, Kimika. Moskaste, wazawaza kyou no ore wo ii ni kite kureta no kai? Nakama wo tasukeru no wa heishi toshite touzen no koto da. Sonna koto de ichiichi kii wo tsukawanakute ii. Raina, Bertolto, iru ka? Nanda, omaera made? Ore tachi ni nani ka yō ka? Futari tomo, rittai kidō sōchi no atsukai ga umai daro. Tanamu, ore ni oshiete kure! すまん。あまり役に立つ助言はできそうにないな。そうか。その、君たちは三人とも志願しなくの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのに、なぜ兵士を目指すの？僕は、王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失って、この状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォルマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ、あの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。僕には自分の意志がない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。エレンはどうなんだ？俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺しにしなきゃならねえって思ったんだ。で、お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？Du erklärst Aaron, Rainer und den anderen deine Situation. そうか。お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された。あの時にな。だから君は訓練兵を目指したんだね。ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るのかな。さあな。だが何もしなければ永遠にそのままだ。兵士にならなきゃ始まらねえしな。ああ、やってやるさ。Definitiv. So, jetzt kann man mit ihm noch irgendwas machen. Man
Das wird ja sowas von lästig. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Woher kommt der Ausschlag? Ganz im Ernst. Weil, kommt das von meinem Laptop, weil noch so viel, also so wenig drin ist? Weil es so heftig halt in diesem Sinne? Noch, kann man sagen. Ja. Ich habe mir beim Training heute Nachmittag Sorgen um dich gemacht. Ich bin froh, dass du nicht verletzt bist. Das verdanke ich Rainer, das verdanke ich dir, Berthold. Ich brauche eigentlich keine Hilfe. Ja, er war sofort zur Stelle, um dich zu retten. Was ganz schön beeindruckend. Tja, du hast sicher zu tun, nicht? Pass einfach auf, dass du dich im Training nicht verletzt, okay? Ja, ja. Ich mach, was ich möchte. Dankeschön. Gehen wir direkt weiter. Wenn du eine Person mit einem Ausrufezeichen über dem Kopf ansprichst, verlässt du das Alltagsleben. Damit wird die Geschichte fortgesetzt und du brichst zur nächsten Mission auf. Vergiss nicht, dich sorgfältig vorzubereiten, bevor du ausrückst. Ja, ja, ja. Ich guck nur wegen den Spielern. Oder ist das, bin ich das? Was? Ein solches Fest kann man auch ausrüsten, okay. Gegenstände. Gas bitte. Kling. Gas. Passt. Fertigkeiten. Gibt's da was? Gesten, Handbuch. Ja, gut. Um Vorbereitungen zu machen, glaube ich, gibt's hier nichts. Na? Habe ich irgendwen? Nö. Na dann. Denk daran, was wir heute noch nach Einbruch der Dunkelheit nachdringen haben, okay? Wir sollten uns vielleicht etwas ausruhen, solange es geht. So, also machen wir Nickerchen. Ja, gute Idee, das mache ich auch, um beim Training nachher in Form zu sein. So, let's do this. Machen wir weiter. Ach, jetzt kommt schon so ein Ladescreen mit einem Buch. Wird ja interessant. Die Ausbildung der 104. Trainer schließt er hinter Markus Jahrgangs 8 ab. Er stammt aus dem Dorf Rakako, das im südlichen Bezirk von Mauer Rose liegt. Ursprünglich wollte er sich der Militärpolizei anschließen, aber Aarons starke Überzeugungen hinsichtlich der Vernichtung der Titanen lassen ihn nicht unbeeindruckt. Nun weiß er nicht genau, welchen Weg er einschlagen soll. Er gilt als Klassenclown und sieht sich selbst als Naturtalent. Seinen eher kleinen Körperbau nutzt er zu seinem Vorteil, indem er sich auf schnelle Bewegungen spezialisiert. Sein Geist funktioniert jedoch nicht ganz so flink, denn seine Verständnisgabe und seine Urteilsvermögen lassen zu wünschen übrig. Als Absolventin der 104. Trainingseinheit war sie Jahrgangs 9. Direkt hinter Conny. Sie stammt aus dem Dorf Daupa im südlichen Bezirk von Mauer Rose, wo sie als Jägerin im Wald lebte. Dank ihres Hintergrunds verfügte sie über eine Art von animalistischer Intuition, ist aber nicht das, was man teamfähig nennt. Aus unbekannten Grund ist sie immer sehr höflich, selbst zu den anderen Kadetten. Sie scheint ein besonderes enges Verhältnis zur Nahrung zu haben und lässt sich nicht einmal durch Vorschriften und Richtlinien vom Essen abhalten. Ja, haben wir bemerkt. Marco Bott. Er schloss die Ausbildung der 104. Trainingseinheit als Jahrgang 7. ab, direkt hinter Jean oder wie auch immer. Er stammt aus dem Dorf Jinae, das im südlichen Bezirk von Mauer Rose liegt, und hofft darauf, der Militärpolizei beitreten und dem König dienen zu können. Seine Neigung, sich eher mit der umfassenden Strategie als mit persönlichen Errungenschaften zu befassen, macht ihn zu einem geborenen Anführer. Kann man so sehen, muss man aber nicht, würde ich mal sagen. Aber gute Infos, muss man sagen. この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも範囲同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。
班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から指定の場所に移動せよ。以上だ。Der spinnt doch. 教官の言うことはよく分かんなかったけどよ。まあ余裕だと思うぜ。なんせ俺は天才だからな。普段の訓練とは違うみたいですけど、森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りて。教官は班の連携を評価すると言ってたけど、大丈夫かな。とにかくやってみないとわかんねえだろ。行こうぜ。Aha, wir arbeiten nicht so zusammen, wie ich es wollte. Wenn wir das nicht ändern können. Na los. みんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言う通りだ。まずは装備を万全にしておこうか。よし、それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな。みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。それはもちろんです。私たちもまとまった動きができるところを見せてやりましょう。それじゃあよろしく頼むよ。みんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しよう。よし、他の連中を驚かせてやろうぜ。 Auf jeden Fall. Würde ich doch glatt behaupten. Was ist unsere Mission? ここから巻き返すぞ。けど、まずは補給が必要だ。Ja, wir sind schon dran. 補給するんですよね。私の勘では、あそこが良さそうな気がします。Ja, ich bin dran.Du kannst verschiedene Basen auf dem Schlachtfeld errichten. Bei Kriegseinsätzen kannst du dort dein Gas, deine Klingen und so weiter auffüllen. Einige greifen sogar Titanen mit Kanonen an. Mach dich mit den verschiedenen Arten vertraut. Drücke in der Nähe eines potenziellen Standorts für deinen Basiskreis, um mein Menü mit möglichen Bauwerken aufzurufen. Triff deine Wahl mit mit dem linken Analogstick und bestätige dann mit X, um mit dem Bau zu beginnen. Hinweis: Du brauchst dazu zuerst.Ein Bausignal. Diese können nur in bestimmten Situationen erhalten werden. Du solltest sie also mit Bedacht einsetzen. In der ersten Phase nach dem Bau von Versorgungsbasen kannst du bei ihnen alle Gegenstände nachfüllen. Nachdem eine bestimmte Zeit vergangen ist, kannst du die Gegenstände wieder auffüllen, indem du dich den Basen näherst und Dreieck drückst. Vergiss nicht, vor Versorgungsbasen zu bauen, wenn dir deine Gegenstände ausgehen.開けた場所のようだし、可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だった。俺たち、とっくに死んでるんじゃねえか。じゃあ、ここで失敗しといてよかっただろ。Bau entweder eine Basis oder nähere dich einem bestimmten und drücke Dreieck, um deinen Vorrat an Gegenständen aufzufüllen. Du kannst deine Gegenstände verwenden, indem du Steuerkreuz oder sie mit L2 wechselst. Was? Interessant. Gas wechselt Gasblätter aus und füllt deine Gasvorräte vollständig auf. Klingen, tausche Klingen aus und füllt deinen Klingensvorrat vollständig auf.Viele weitere Gegenstände, mehrere Informationen erhältst du auf dem Schattungsbildschirm im Pause-Menü des Alltagslebens unter der Überschrift Ausrüstung. Für 3D-Manöver benötigst du Gas. Geht es dir aus, werden deine Bewegungen stark eingeschränkt. Außerdem nutzen
sich deine Klingen ab, wenn du Gegner angreifst. Verwende Gegenstände zum richtigen Zeitpunkt, um deine Vorräte aufzufüllen. Okay, machen wir. Wir sind gleich da. Aha. Nach dem ganzen Gedöns. Was heißt zu spät? Teammitglieder können dich mit verschiedenen Kameradenaktionen im Kampf unterstützen. Wenn das Symbol eines Teammitglieds aufleuchtet, kannst du mit Steuerkreuz eine Kameradenaktion auslösen, wenn du gleichzeitig L1 gedrückt hältst. Danach kann die Kameradenaktion erst nach der Abklingzeit erneut eingesetzt werden. Weiß ich, können sie besiegen. Das ist ein bisschen komisch. Teamwork-Übung geht auf jeden Fall. Okay. クレヨンを向けが森の中に多数出現する迅速に索敵し討伐せよ破壊した部位の数が評価対象となるパンで攻撃しより多くの部位を破壊しろそれでは始め Oh Mann, das geht sowas von scheiße. Jetzt kill ich mal ein. まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。じゃあ、ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。最後まで頑張りましょう。
Also ich weiß nicht, was Spooky hat, aber wenn man es richtig macht, hat man auch genügend, wie soll ich sagen, dann hat man auch genügend Treibstoff. Also ich weiß nicht, was man da genau sagen soll. Ah. Tja, ich kann nichts dafür, ich habe meine Gruppe angeleitet. Ja, genau. Genau, dabei waren wir etwa die Besten, ne? この訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。 こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。こりゃ評価も期待できるんじゃねえか。実際即座に他の者をまとめ上げその能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回は その稀有な素質を持った者がいたようだな。 Wurden wir gerade gelobt, Mann? Hohoho, meine Fresse. Wir wurden gelobt, Mann. Oh, verdammte Kacke. Heiligsblechle. Folgende mitnehmen und einsetzen. Stärkungsmittel. Du kannst Blitzgranate. So, so. Geht es noch weiteres Training oder wie? Bitte nicht. Ich weiß ja, Blitzgranaten brauchen wir für manche Titanen, aber trotzdem. Das könnt ihr bei der Quest machen, wo man Blitzgranaten braucht, aber ich brauche jetzt nicht noch eine separate Trainingsstunde. 104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て 訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団。壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団。そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に 内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は 同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。 Tja, meine Freunde. Und ob wir jetzt bestanden haben oder nicht,
sehen wir morgen. Heute kriegt ihr nämlich zwei Folgen an dem schönen Ostern. Deswegen, jo, ich wünsche euch noch schöne Ostern und wir sehen uns morgen wieder. Falls ihr nicht schon bei den Ninja Spooky alles gesehen habt, ihr könnt ja noch gucken, wie ich das so mache und wie ich das ganze handle. Auf jeden Fall habe ich um einiges weniger Probleme als Spooky. Tut mir leid, also ich weiß nicht, wie man da nicht reinkommen kann, aber ey, jeder spielt ein bisschen anders. Ist fast so wie bei Dark Souls, bei Bossen zum Beispiel. Da hat auch nicht jeder bei jedem Boss die gleiche Chance oder so, weil einfach zum Beispiel ich kack bei, wenn ich jetzt in Dark Souls Range gerade bin, zum Beispiel viele haben Probleme beim Nameless King. Ich gehöre auch dazu. Andere legen ihn als wäre Müll, kann man sagen. Von daher, ja. Der einzige, den ich wirklich nie geschlagen habe bis jetzt, und das ist auch nach wie vor so, ist Midir. Und ich weiß nicht, wie ich den schlagen soll, aber ey. Mal schauen, vielleicht wage ich mich nochmal in einem Run an den, und ich meine jetzt nicht einen neuen Run, sondern einfach den Mann gefangen, weil ich muss nur noch Midir besiegen und dann könnte ich nochmal den Final Fight machen gegen Gwyn, glaube ich, wenn das Gwyn ist. Und sonst, yo. Tüdelü.